Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu diesem neuen Video von mir. Wie ihr seht, seht ihr Geld. Das heißt, heute gibt es endlich das Cash-Stuffing für den Monat Januar. Und wenn ihr Lust darauf habt, zu sehen, wie ich mein Geld verteile und wie viel in welchen Spartopf kommt, dann bleibt gerne dran. Das hier ist so ein A5-Umschlag und das nehme ich tatsächlich meistens momentan für den Back-to-Bank-Umschlag. Da kommt dann immer alles rein und auch wenn ich da mal Geld von der Bank abhebe. Als erstes würde ich sagen, fangen wir an, dass wir das Geld einmal sortieren. Ich hebe das ja immer gestückelt ab, damit ich das dann jetzt auch gleich in der richtigen Stückelung schon hier habe, damit das einfacher in die Umschläge reinkommt. Also das ist einfacher, als wenn man jetzt zur Bank geht. Also finde ich persönlich, ist aber auch möglich. Ich gehe zur Bank, sage dann dem Automaten, ich möchte so und so die Stückelung haben. Kann oder macht nicht jeder Automat. Wenn nicht, geht ihr einfach zum Schalter, wenn ihr vielleicht eine Bank habt, wo ihr auch eine persönliche Betreuung habt und lasst euch das dann in der Stückelung, die ihr euch vorher überlegt habt, auszahlen. Genau, also als erstes setze ich mich dann zu Hause hin, bevor ich zur Bank gehe und sage, okay, das, ich zeige es euch gleich mal richtig. Moment. In dem Fall bin ich jetzt hierher gegangen und habe geguckt, bei den variablen Kategorien Lebensmittel 20 Euro, okay, da möchte ich 2 Zehner haben, dann habe ich mir 2 Zehner aufgeschrieben, bei Restaurant möchte ich 2 50er haben, habe mir 2 50er aufgeschrieben und so bin ich alles einmal durchgegangen und anschließend dann natürlich auch noch meine Spartöpfe. Bei den Spartöpfen ist es so, dass ich ja das meiste fast auf dem Konto spare, einfach weil es sonst so viel Geld im Umschlag wäre, aber die ich im Umschlag habe, bin ich dann genauso durchgegangen, hatte am Ende einen Zettel und mit diesem Zettel bin ich zur Bank gegangen und habe das in den Automaten eingetragen und der hat mir dann genau die Stückelung gegeben, die ich gerne wollte. Vorher, bevor ich zum Automaten gehe, gucke ich immer im Back-to-Bank-Umschlag, was habe ich da drin, denn über den Monat kommt hier nämlich Geld rein, wenn ich zum Beispiel Online-Zahlungen mache und ich zahle das dann nicht ein wieder aufs Konto, sondern warte bis zum nächsten Cash-Stuffing. Ich kann, wenn ich daran denke, das im Januar gerne mal am Ende dann genau zeigen, wie das dann ist. Aber es ist wirklich nicht schwierig. Ihr bezahlt irgendwas online, 20 Euro, bezahlt das ja online, geht vom Konto ab, nehmt die 20 Euro aus dem Umschlag und packt die dann hier rein. Am Monatsende habt ihr dann hier zum Beispiel 100 Euro drin und das hier sind jetzt beispielsweise 600 Euro und das heißt, ihr müsstet nur noch 500 Euro dann vom Konto abheben. Genau, so ist das dann. Deswegen als allererstes schaue ich immer, was habe ich hier für Stückelungen drin und alles, was ich dann noch benötige, das hole ich dann von der Bank einmal ab. Ich würde sagen, heute wird das Video auch bestimmt nicht lang. Wir fangen direkt an mit den variablen Kategorien. Bei den variablen Kategorien ist es ja so, das allererste Mal, dass wirklich alle Umschläge komplett leer sind. Und genau, deswegen würde ich sagen, fangen wir einmal an. Bei Lebensmitteln sind das 20 Euro. Sind meine ganz persönlichen Lebensmittel, zum Beispiel für die Mittagspause. Dann haben wir Restaurant, das sind 100 Euro. Da mache ich so eine Stückelung, das sind 100 Euro. Und hier nehme ich jetzt überall die Cheats raus, denn da kommen dieses Jahr neue Cheats rein. Die Cheats sind aus meinem Shop und die kommen hier rein. Und da müssen wir natürlich auch noch eintragen, dass wir da jetzt 100 Euro reingepackt haben. Wo ist denn mein Lieblingsstift? Schade, der ist gerade irgendwie nicht hier. So. Also, erste 100 Euro. Dann haben wir Beauty. Da kommen insgesamt 70 Euro rein. Da mache ich das auch immer so. Moment, hier habe ich noch ein Zettelchen. Ich schreibe es in den Zettel auf.
gleich die Stückelung nehme, die ich auch bei der Maniküre benötige. Das sind 40, 50, 60 und 70. Also 20, 40, 50, 60, 70 Euro. Bei der Drogerie sind es 20 Euro. Bei Katzen sind es 50. Bei Auto sind es insgesamt 100 Euro. Am Anfang, kennt ihr das, möchte man die ganzen Zettel auch noch so richtig in einer schönen Handschrift beschreiben. Aber irgendwann im Laufe des Monats schon wird das nicht mehr so schön aussehen. Da kommen einmal 100 Euro rein. Bei Freizeit sind es 80 Euro. Ich freue mich auch schon riesig auf den Monat, denn im Januar steht jetzt meine Brautkleidsuche auf dem Plan. Ein bisschen spät tatsächlich schon, aber ich hoffe, dass wir was finden. Vor allen Dingen, weil ich jetzt nicht Kleidergröße normal habe, sodass ich irgendwie das Gefühl habe, dass es gar nicht so einfach wird. Also drückt mir auf jeden Fall die Daumen, wenn ich eins gefunden habe. Ich zeige es euch natürlich nicht, aber ich sage euch dann Bescheid. Jetzt waren wir hier bei Luxus. Das sind 100 Euro. Weil nicht, dass mein Freund nachher noch das Video guckt und ja, dann sieht, wie das Brautkleid aussieht. Aber sobald die Hochzeit war, kann ich es euch ganz gerne zeigen, wenn ich dann eins gefunden habe. Ja, und bei ungeplant kommen auch 20 Euro rein. Somit ist mein Beiner wieder komplett gefüllt. Und der Monat kann starten. Ich freue mich. Und ich habe mich auch dazu entschieden, diesen Binder hier nicht zu ändern, denn ich liebe ihn einfach. Ich finde ihn so unfassbar praktisch, weil er dünn ist. Am Anfang war ich mir mega unsicher, weil der so durchsichtig ist. Aber er ist klasse. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn ganz, ganz dolle. Und deswegen bleibt er auf jeden Fall im Jahr 2024 auch noch an meiner Seite. Als nächstes kommen wir zu den Spartöpfen. Wie ihr seht, viel Geld ist jetzt hier nicht mehr. Aber auch das wird natürlich jetzt noch verspart. Und dafür nehmen wir einmal den richtigen Ordner. Und hier habe ich das auch schon zusammengelegt. Einmal haben wir das Sparziel 1. Das ist ja das neue Auto. Und hier ist es so, dass ich kein Geld hier drin habe, sondern das Ganze gerne mit Platzhaltern machen möchte. Alles, was Platzhalter hier bekommt, da machen wir gemeinsam ein eigenes Video zu, wo wir auch den Beiner ein bisschen umstrukturieren, neue Dashboards machen etc. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal nicht, das machen wir nicht jetzt, sondern das machen wir dann etwas später. Und deswegen tragen wir jetzt erstmal nur ein, was wir neu reingepackt haben. Und das sind ja immer 85 Euro. Und das hatte ich schon ausgerechnet.
Dann haben wir 2.924 Euro auf dem Konto, beziehungsweise mein Sparziel 1 ist ja bei Bondora angelegt. So, legt aber wirklich nur Geld an, welches ihr nicht benötigt, falls es dann doch nicht mehr da sein sollte. Insgesamt darf ich noch keine 22, aber 21 anmalen. Und ich glaube, 21 habe ich schon angemalt. Das sind 80, 20, 21. Nächsten Monat kann ich dann endlich wieder... Oder? Moment. 21. Doch, genau. Nächsten Monat kann ich dann wieder etwas ausmalen. Diesen Monat leider noch nicht. Und so sieht man dann nämlich visuell auch, wie sich der Spartopf so langsam füllt, hier mit so einem Sparglas. Das mag ich sehr, sehr gerne, wenn man das Geld nicht hier drin spart, dass man zumindest eine visuelle Ansicht dann nochmal hat dazu. Beim Spartopf der Katzen, da nehme ich jetzt keinen neuen Tracker, denn die sind echt teilweise noch komplett frisch. Eventuell dann, wenn ich das alles hier neu gestalte, können wir vielleicht neue reinmachen, aber momentan erstmal nicht. Da kommen jetzt rein diesen Monat 200 Euro, dann haben wir jetzt 1.600 Euro hier drin. Drei, vier, das sind die 200 Euro. Und hier habe ich übrigens schon Platzhalter. Also da habe ich teilweise schon Platzhalter drin, das habe ich letztes Jahr schon gemacht. Bei Geschenke... haben wir 96 Euro drin und 4 Euro packen wir nur rein, damit wir hier auf 100 Euro insgesamt kommen. Die 4 Euro, die müsste eigentlich auch noch Kleingeld drin sein. Ja, 1 Euro ist da drin. So, haben wir jetzt hier insgesamt 100 Euro drin. Kommen wir zum nächsten, das ist die Kleidung. Da haben wir 140 Euro drin und 60 Euro kommen dazu, sodass wir 200 Euro haben. Also 60, das müsste der Rest sein. Ne, 10 haben wir noch übrig. Mal gucken, wo der hinkommt. Das sind einmal 60 Euro dazu. Dann haben wir die Gesundheit. Ich glaube, da kommen die 10 Euro rein. Genau. Hier sind jetzt insgesamt drin 289, 11 Euro kommt wieder dazu. Das heißt, wir haben 300 Euro dann da drin. Stimmt das? Ja. So, einmal der 10er. Und den 1 Euro. Und dann natürlich noch das Sheet. Und das Kleingeld tauschen wir dann demnächst mal, damit das hier nicht ganz so dick drin ist. Dann haben wir Spenden. Das haben wir so jetzt in diesem Jahr nicht mehr. Dann, also erstmal, das kommt vielleicht dann Mitte des Jahres, wenn ich dann, ja, das auch mit der Hochzeit und so alles zusammengespart habe. Da liegt jetzt erstmal mein Hauptaugenmerk drauf. Bei Camper kommt auch nichts rein, da sind 920 Euro drin. Bei Urlaub haben wir insgesamt 300 Euro drin. Da machen wir das jetzt so. Das sind ja die ganzen Urlaube, schmeiße ich nicht weg, ist total die Erinnerung. Einmal für den Karibikurlaub und einmal für den Camperurlaub. Und für dieses Jahr gibt es dann einen neuen Tracker, den wir gemeinsam anmalen. Das machen wir aber auch, wenn wir die Beine neu gestalten. Deswegen kommt hier jetzt einfach erstmal nur ein Cheat rein. Das wird zum 1.1. 100 Euro reinpacken und jetzt insgesamt 400 Euro dann haben. Genau. Dann haben wir Weihnachten, da haben wir noch 303 Euro drin, da kommt diesen Monat auch nichts rein. Und dann kommen wir zu den letzten drei, und zwar Hochzeit, Herzenswunsch und Babywunsch. Und wie ihr seht, hier im Binder oder im Notizbuch steht nur noch Hochzeit. Diese drei Ziele werden vorerst auf das Ziel Hochzeit zusammengeführt, damit ich einfach das Geld, was jetzt bei Herzenswunsch drin ist, das waren glaube ich fast 500 Euro und auch bei Babywunsch waren 500 Euro drin oder 450, ich weiß gerade nicht ganz genau mehr. Das kommt beides einmal in Hochzeit
Und dann ist es so, dass Hochzeit auch auf dem Konto gespart wird und nicht mehr in der Masse, weil hier ist ja jetzt auch schon wieder viel Geld drin im Binder. Deswegen kommt auch das dann bei der Umgestaltung des Budgetbinders. Und hier wird dann auch mit Platzhaltern gearbeitet, aber natürlich auch mit einer Challenge, die ich anmalen kann. Aber auch mit Bargeld. Denn da mache ich das auch immer so, dass ich immer alle 500er, die ich voll habe, auf das Konto quasi einzahle und dafür ein Platzhalter reinkommt. In dem Fall wären dann 4.000 Euro Platzhalter jetzt hier drin und die 340 Euro hier im Umschlag. Aber weil ich das dann zusammen mit euch nochmal zusammenlegen werde, werde ich das jetzt auf jeden Fall erstmal nicht machen, sondern dann bei der Umgestaltung des Budgetbinders. Und damit war es das für das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne ein, zwei Däumchen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, könnt ihr das ganz gerne werden. Einfach unten auf Abonnieren klicken, ist kostenlos. Und ihr werdet immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online gegangen ist. Und dann würde ich jetzt sagen, wünsche ich euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dahin. Tschüss.